Ja, hallo. Mein täglicher Terror natürlich, aber mein jährlicher Geburtstagsterror. Ich habe jetzt Geburtstag, was ich im Internet nicht verbreite, großartig. Also niemand weiß das eigentlich. Außer die Stasi natürlich, ja. Die Oberaffen. Und jetzt wurde ich über Facebook eben von einer, die angeblich Hilfe braucht, mich schon ganz, also ein paar Tage jetzt schon vorbereitet hat, dass sie da Hilfe braucht. Ich kann keinem helfen, ich kann nur Tipps geben, ja, weil ich ja selber nun nicht mal genug zu fressen habe. Danke, dass ich jetzt habe, beziehungsweise ich kaufe mir gleich was, weil mir Leute was gegeben haben, ja, übers Internet. Aber der Punkt ist halt der, was ich jetzt erzählen will, der jährliche Geburtstagsterror, der jetzt mittlerweile einfach nur noch lächerlich ist, aber ich möchte halt auch beweisen. Und diese Frau wollte jetzt heute unbedingt mit mir anrufen. Die hat also eben geschrieben auf Facebook, sie will unbedingt mit mir sprechen. Ja, sie könnte nicht mehr, bla bla bla. Und hätte hier die höchsten Freimaurer am Arsch kleben und sowas. Ja, natürlich alles Schwachsinn. Ja, ist doch egal. Ich meine, ich weiß, was Freimaurer sind und ich habe sie am Arsch kleben. Aber selbst die höchsten, die kennen wir ja nun mal nicht. Ja. Aber egal. Ich habe ihr dann geschrieben, jetzt nicht, heute Abend oder morgen vielleicht, ja. Nee, können Sie denn jetzt nicht unbedingt jetzt? Und da war mir eigentlich ganz klar, so, jetzt wird entweder jemand telefoniert mit mir und klatscht in die Hände, aber beim Telefonieren läuft es meistens so ab, dass die Leute dann so vor mir sitzen und so machen, ja? Während ich mit ihnen rede, ja. Und wenn das einmal passiert, ist das natürlich kein Problem. Aber wenn das über Jahre und alle machen und du keinen mehr findest, mit dem du normal sprechen kannst, der nicht so vor dir steht, ja, ja, das ist Psychoterror, ja, ist es schon klar, ja. Das ist dasselbe, wie wenn ihr einen Kaffee trinkt morgens mit jemandem und der geht die ganze Zeit mit dem Löffel hin und klackt so gegen die Tasse. Dann würde beim ersten Mal sagen, ja, es würde euch auffallen, ja, darum geht es ja, ja, Punkte zu schaffen. Und dann würdet ihr denken, naja, lassen mal, hat er irgendwie ein Problem. Aber wenn ihr das dann auf einmal am nächsten Tag woanders hingeht und im Kaffee machen das auf einmal alle und dann hört es überhaupt nicht mehr auf und überall kloppen sie mit dem Löffel an die Tassen, dann wollen sie euch verrückt machen. Ja, das ist ja das, was sie ja seit Jahrzehnten bei mir versuchen. Ja, wenn Affen oder Verrückte andere verrückt machen wollen, das ist einfach nur noch witzig. Ja, mittlerweile, ja, es war natürlich alles sehr, sehr heftig die ganzen letzten 20 Jahre. Ja, brauchen wir also mein ganzes Leben. Aber die letzten 20 Jahre mit dem Psychoterror ist natürlich nicht so einfach. Ja, aber wenn man irgendwann die Sicht der Dinge hat, ja, und weiß, sitzt nun vor einem Affen, der gerade dressiert wird oder der eben wegen mir auch Geld dafür bekommt, ja, und die Oberaffen trauen sich nicht, sich selbst dahin zu setzen, weil sie kleine Schwänze haben, ja, dann kann man darüber echt schmunzeln, ja. So, und ich habe eben dann vorab, bevor ich sie dann angerufen habe, schon reingesprochen, damit es auch klar ist, weil entweder bin ich Hellseher, ja, oder ich habe Recht. Beides wäre cool, ja. Also, ja, ich hätte lieber nicht Recht, ja. Aber ich bin kein Hellseher. Ich kann weit voraussehen, weil ich relativ weise bin, ja, denke ich schon, ja, also weiß ich. Aber ich bin kein Hellseher. Und durch die Erfahrungen, die ich natürlich habe und dadurch, dass ich das ganze Spiel durchschaue, konnte ich halt vorher schon sagen, so, ich nehme sie jetzt auf und ich gehe davon aus, dass entweder in die Hände geklatscht wird oder eben ja, Finger ins Maul gesteckt wird, wenn mit mir geredet wird. Und genau das ist dann auch passiert. Es ist sehr scheiße Aufnahme, schlechte Aufnahme. Die Verbindung war irgendwie total mies. Ich gehe davon aus, dass, weiß ich nicht, ob es bei mir hier, ich bin im Auto, ein bisschen in meiner Verbindung geht eigentlich. Ist auch egal. Trotz alledem kann man das dann gut erkennen. Ich werde auch nicht das Ganze machen, weil die Verbindung ist kurz abgebrochen und so. Ich werde einfach nur, damit das Video auch nicht so lange wird, die Szene machen dann. Also sie hat das immer wieder gemacht. Aber dann hat sie es, dann ist das Telefonat abgebrochen. Und wahrscheinlich haben sie das Telefonat auch abgebrochen und haben ihr dann auch gesagt, so, sie muss das schon ein bisschen heftiger machen, ja. Und das hat sie dann, so hat sie dann vor mir gehangen, kurz, ja. Ich habe direkt reagiert, ich habe direkt gesagt, so, musst du das jetzt so machen? Dann hat sie sofort aufgehört, ja. Aber, dass sie das gemacht hat, die Wahrscheinlichkeit, ihr könnt ja mal testen, mit wem ihr alle telefoniert, wer alle so vor euch sitzt, ja. Wer sitzt vor euch, wenn ihr mit dem sprecht und macht das?
Ja? Bestimmt nicht jeder. Und wenn man das voraussagt, weil ich ja weiß, dass das mit mir gemacht wird, absichtlich, ja, dann stimmt das auch, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das voraussage, dass jemand mit mir telefoniert, der noch nie mit mir telefoniert hat, den ich überhaupt nicht kenne, und dass der das macht, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Million oder 1 zu, was weiß ich, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gegeben, ja, dass das genau passiert in einem kurzen Gespräch, ja. So, und ich zeige euch das, es ist natürlich jetzt kein großes Ding. Aber ich will euch nur zeigen, wie sie das machen. Und wer, die ganzen Opfer, das sind Täter, das sind kleine Affen, die sich als Opfer ausgeben, von mir Hilfe, die wollen mir austreiben, dass ich Leuten helfe. Ich bin sehr hilfsbereit und habe eben sehr vielen Leuten geholfen in meinem Leben. Und es ist halt so, dass die letzten 20 Jahre allen Leuten, denen ich helfe, sind die Leute, die mir das Messer in den Rücken jagen sollen. Ja, ich meine jetzt hier mit dem den Affen machen, ist jetzt mittlerweile lächerlich, ja. Aber wie gesagt, das Klatschen und so, wir hatten ja ganz viele Sachen die letzten 20 Jahre tagtäglich und nachts mich wach, bam, bam, wach klatschen. Also, ihr habt da gar keine Ahnung von. Das sind ganz andere Sachen, ja. Und da möchte ich auch noch was zu sagen, habe ich noch nie veröffentlicht, tue ich jetzt in dem Video, die Klatscherei, wie weit sie gegangen sind, ja. Also es war so weit, dass ich 2007, 2008 war das rum, habe ich Stromschläge bekommen. Wirkliche Stromschläge beim kleinen Klatschen. Also man hat das so am Anfang ja so laut gemacht, dass man sich erschreckt, dass das Herz zusammenzuckt, ja. So auf die heftigsten Sachen. Und das von Holland an, ja, das Königshaus in Holland, was eben Kinder fickt und schändet, Blut trinkt und so weiter. Aber auch eben Menschen jagen, ja. Die nicht ficken können, die jagen sie dann, die nicht mit ihr Dingen machen, ja. Die BRD überall, die ganzen Freimaureraffen halt eben, ja. Und die Holländer haben das Spiel ja dann, dieses Spiel mit dem Klatschen, hat nicht die BRD angefangen, das haben die Holländer angefangen, ja. Wo sie mir erst eine neue Identität gegeben haben, angeblich, um mich zu retten, ja. Wie sie Anne Frank ja auch gerettet haben, die Affen. Und heute im Museum haben den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen, ja, das verlogene deutsche Königshaus, ja, in fucking Niederland, ja. Naja, egal. Das Land, das ist eben das allerletzte. Das war mein Lieblingsland. Deswegen kotze ich immer ab, wenn ich dieses Affenland da, ja. Aber egal, wenn das Wasser steigt, sind die weg als erstes. So, aber was ich jetzt sagen wollte, ich zeige das Video jetzt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr hier. Ist so viel. Ich gehe jetzt auch gleich. Ja, ich habe Geburtstag. Ich gehe jetzt gleich hier raus. Ja, keine Ahnung. Ich bin hier im Auto den ganzen Tag. Außerdem habe ich jetzt was Geld. Ich kann mir was zu essen kaufen, was ich nicht habe im Moment. Und gut, das werde ich gleich tun. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt. Schlechte Qualität, tut mir ein bisschen leid. Den Ausschnitt. Ich weiß noch nicht, vielleicht tue ich das ganze Video, falls irgendeiner meint, ich hätte da irgendwas geschnitten oder sonst was. Aber das ist Quatsch eigentlich, ja. Tue ich vielleicht auf mein Drive, Google Drive oder sonst was. Dass ich, aber ich nehme eben nur diesen kurzen Ausschnitt jetzt, ja. Sie heult darum, dass sie da von der Polizei überfallen wurde, ja. Und ihre Hunde würden alle, weil mein Hund ja umgebracht wurde, ja. Alle meine Tiere, ja. Aber mein Hund wurde ja im Bad Schwalbach mit 6 Schüssen oder mit 6, mit viel mehr Schüssen, ja, weil jeder Bulle hat reingeschossen und dann ja die ganze Bagage, ist auch egal, die Tiere werden ja hingerichtet und sie hat dann gesagt, dass ihr Hund dann eben auch wie vom Blitz getroffen, ja, hätten sie sie per Strahlung, wäre er ja umgefallen, ne? Naja, wie auch immer, ich veröffentliche das dann jetzt im Kurzen. Nur, wie gesagt, der jährliche Geburtstagsterror, diesmal wieder live und in Farbe. Und einen schönen Gruß an die mit den kleinen Schwänzen, die Freimaurer. Und die das in die Wege geleitet haben, möchte ich jetzt mal beim Namen nennen. Die Koblenzer Freimaurer, ja, die Hälfte vom Stadtrat von damals, von 1988, 89, 90, 91 so bis 93, ja. Das waren so die Täter. Ein Dr. Schulte Wissermann, jeder Jurist, der einen Doktortitel davor hat, ist in Logen, das könnt ihr mir glauben, nicht ein Mediziner, sondern Juristen, die einen Doktortitel davor haben, sind in Logen, ja, das könnt ihr mir glauben. Und der Dr. Schulte Wessermann, der natürlich vorher eine Rechtsanwaltskanzlei hatte, der dann Oberbürgermeister der Stadt Koblenz war, der hängt ganz tief mit drin in den Sachen, die gegen mich gemacht wurden, aber auch Chefetage der KEWAG Koblenz, das ist der Stromfaschismus von Koblenz, der damals geherrscht hat, wahrscheinlich immer noch, ja. Die sitzen halt alle im Stadtrat mit drin. Mit denen hatte ich eben, während man mich illegal gegeißelt hat, 19,5 Monate, eben ein paar Schreiben, wo ich sie eben
auch angezeigt habe. Aber sie alle, ja, dann haben wir natürlich die Mafia, die natürlich ein gewisser Auslöser war, dass ich verhaftet wurde. Aber die hängt eben nicht da drin, weil die eigentliche Mafia eben die Justiz organisiert, die Mafia. Ja? Also es ist eher dann eben, wie war es eher? Es sind eben die Freimaurer, die Logen. Ich weiß es ja, weil ich ja später besucht wurde von denen und man mir ja von Angesicht zu Angesicht gesagt hat, dass ich nie wieder leben kann und was weiß ich und alles vorausgesagt hat, was heute passiert und das vor 30 Jahren, ja, oder fast 30 Jahren, ja. Naja, und wie gesagt, es sind der Stadtrat von Koblenz, der Menschen jagt, mich auf die Liste gesetzt hat. Die Holländer, das Königshaus von Holland und die Regierung hat mich europäisch freigegeben zum Jagen. Ja? Und alle Länder machen mit, das wissen wir ja. Drei Länder habe ich Landesverbot, das bedeutet Deutschland, also die BRD, Entschuldigung, ne? Die BRD, Holland und nicht hundertprozentig mit Spanien, aber wahrscheinlich Spanien auch, werde ich wohl wahrscheinlich verhaftet, wenn ich das Land betrete. Holland ist es klar, das habe ich auch schon gemacht. Also ich meine, die haben immer noch Sachen von mir, aber ich darf mir die nicht holen. Sobald ich an die Grenze fahre, kommt die Polizei, verhaftet mich, haben sie schon getan. Eine Frau hat mich freigekauft aus Holland, die ich kannte. Und sie haben mir angedroht, wenn ich wiederkomme, werde ich sofort wieder verhaftet. Und sie erfinden dann irgendwelche Strafbefehle, die sie einfach schreiben. Ja. Das ist wie die BRD halt auch. Ja. Bei der BRD ist das immer dasselbe. Komme ich zurück, werde ich verhaftet, werden Sachen erfunden, ein Verfahren nach dem anderen und ich habe keine Rechtsmittel und hier kommt Polizei, die lügen da, machen dann Lügenstories. Ich kann das Gegenteil beweisen, interessiert aber nicht, da lachen die Richter drüber, ja? Und so weiter. Also so läuft das Spiel. Aber wie gesagt, die Stadt Koblenz hat das in die Wege geleitet, weil ich gewisse Frauen nicht ficken wollte. Ja, Menschenhandel, ja, sie haben mich versucht zu verkaufen. Das Militär, eine alte vom Militär, und da waren mehrere, ja. Es waren nicht nur die, auch eine verdeckte Ermittlerin, die eben tief da drin steckt, wollte mit mir in die Kiste, was ich nicht gemacht hat, und die hasst mich dafür und die hat mir mein Leben zerstört deswegen. Aber ich war ja mal was jünger, ja, war ja mal was hübscher, ja. Und solche Methoden wenden die halt an, ja. Wenn das eine nicht geht, dann das andere. Hauptsache unter Kontrolle mich, ja. Weil ich halt als Jugendlicher schon recht helle war, auch wenn ihr meint, ich bin der Blöde, bin recht helle. Und das war ich als Jugendlicher schon, was sie halt auch festgestellt haben, als sie mich begutachtet haben. Und danach seitdem versucht man mich ja halt zu kriminalisieren und mich fertig zu machen. Ja, fertig sind die. Und wie gesagt, the nature fucks back, ja. Und jeder, der sich an mir vergreift oder an wem auch immer, ja, am Tag X wird die Energie schon dahin gepackt, wo sie hingehört. Das könnt ihr mir glauben. Trotz alledem, nochmal, Koblenz, Freimaurerstadt. Und Mörder, Kinderficker und so weiter sitzen dort drin. Ich rede von Dr. Schulte Wissermann, ja, der Oberbürgermeister, Ex-Oberbürgermeister. Ein ganz perverses Stück Scheiße. Ja. Und da haben wir noch eine ganze Menge mehr. Ruhland, die Anwaltskanzlei. Dr. Leis ist tot mittlerweile, ja. Aber da steckt dann halt auch der Ruhland drin, der eben die Mafia vertritt. Ja. Sie alle sind, beteiligen sich daran, ja, an der Menschenjagd. Und wie gesagt, zig Rechtsanwälte, Staatsanwälte habe ich früher aufgenommen, auch mit 20 schon, da bin ich da reinmarschiert, da haben sie mir Morddrohungen gemacht, da habe ich hier Diktiergeräte bei gehabt, also ja, da war es auch nicht digital, da ging das noch nicht so. Ja, danach bin ich verhaftet worden, haben sie meine ganze Bude leergeräumt, die ganzen Minikassetten haben sie entfernt. Mein Diktiergerät, als ich aus dem Knast rauskam, hat nicht mehr funktioniert, also hat nicht mehr aufgenommen, hat funktioniert, aber es. Die Aufnahmen waren immer leer. Es ging halt nicht mehr. Ja, so sind die halt, ja, die Affen. So, und jetzt kommt wirklich einfach mal dieses kurz, ja, ist nicht viel, aber einfach mal mit Ansage. So. Und einen schönen Gruß an die Freimaurer, Arschficker, Kinderficker, Entschuldigung, und Arschficker, also ganz sicher, ja, aus Koblenz, ja. Ihr bekommt eure Strafe, könnt ihr mir glauben, und ganz, ganz sicher. Und Dr. Schulte Wissermann, ja. Du kleines Arschloch, du. Lebst du noch? Viel Spaß am Tag deines Ablebens, deines körperlichen. Ja, ich nehme das jetzt vorher schon mal auf. Die Frau will mit mir hier sprechen. Sie ist da Freimaurer geschädigt oder was auch immer. Ja, da kommt sie jetzt vorher, was sie sitzt. Wie auch immer. Ich habe heute Geburtstag und ich gehe davon aus, dass ich hier gestresst werden soll und die will jetzt unbedingt jetzt mit mir telefonieren. Ich habe gesagt, am Abend oder morgen. Jetzt telefonieren wir und ich nehme den Scheiß auf, weil ich gehe davon ausgehe, dass sie da in die Hände klatscht oder die Finger in den Maul steckt, während sie mit mir redet. Irgendwie sowas. Das sehen wir aber dann. Deswegen telefoniere ich jetzt mal. Ich rufe die jetzt mal an.
du kriegst dann deine Rente, was auch immer, ja, die machen dich platt mit Geld, ja, das ist erstmal das Geld, was sie dir da alles nehmen, ja, dann fliegst du aus der Wohnung raus und so weiter. Das ist halt der Punkt, ja, das sind die Konsequenzen. Also, und musst du da an den Fingern rumknabbern. Das sind die Konsequenzen. Also, und musst du da an den Fingern rumknabbern. Das sind die Konsequenzen. Also, und musst du da an den Fingern rumknabbern. Na, aber das sind meine Nerven, das ist... Ah, ja, ja. Ich wusste das. Wir sind fertig, verstehst du? Ja, macht ja nichts. Wenn es dann das Gehalt aufbessert, ist das ja okay, ja. Das bessert kein Gehalt auf. Mein Mann wird jetzt wieder gepfändet. Von dieser Dreckfotze. Die hab ich schon zum Grundstück rausgeschmissen und hab geschreit, Dreckfotze, ab! Ja, aber guck mal da, du machst den Affen für die und dann musst du dich nicht wundern, dass die den Affen mit dir machen. Ja? Und das, was die mit mir machen, ob die Leute sich nun vor mich setzen und in den Finger rumknabbern oder in die Hände klatschen, ich muss darüber lachen, ich sehe Affen. Ich sehe einfach nur Affen. Affen, die befehlen und Affen, die befolgen. Ja, dann müssen die Affen sich aber nicht beschweren, wenn sie wie Affen behandelt werden. Ja? Mich wollen sie terrorisieren, weil sie sich ärgern. Ja? Bei mir ärgern sie sich, ja? Weil sie halt die Affen sind und die das wissen. Ja, andere lassen sie den Affen machen, weil sie ja selbst zu feige sind, jetzt mit mir zu telefonieren oder so. Das ist halt so, ja. Und dann kriegen die anderen eben einen kleinen Vorteil dadurch. So läuft das Spiel. Aber ich kenn's ja. Und die Leute kriegen alle ihr Fett. Jeder. Letztendlich, die Natur fickt zurück. Ich muss darüber mittlerweile schmunzeln.